dann können wir nämlich diesen da machen. So. Was ist Sache? Metallkeramik Stufe 2. Perfekt. Antimaterie-Raketen, Plasmatriebwerke. Oh, geil. Was ich halt gern machen würde, ist auch das Leben der Metall. Ach, der merkt sich sogar den Stand. Der merkt sich den Forschungsstand, oder was? Doch. Construction complete. Die 3515 Forschungseinheiten, das ist das, was wir bereits erforscht haben von dem Teil. Das heißt, der würde jetzt... Also, ich kann die Dinger quasi pausieren auf die Art. Ah, das ist cool. Aber ich gehe erstmal auf Antimaterie-Raketen. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt hätte ich ganz gern einmal die Korvetten. Da hauen wir nämlich die neue Panzerung rein. So. Speichern. Damit kosten sie nochmal ein bisschen mehr, ich weiß. So, und die hier speichern wir ebenfalls. Was sagt denn eigentlich Tekos? Die Produktion, Wartungssystem ist da in Arbeit. Dann können wir hier mal die Schiffe alle aufrüsten. Und euch können wir auch alle aufrüsten. Ships upgraded. Sehr schön. Kriegen die das hin, oder... Ich glaube, bei denen dauert es jetzt einfach nur länger, weil es so viele sind. Oder ist es wieder dieses Problem mit dem in Position gehen? Ich weiß es ja nicht. Es sind schon unfassbar viele Korvetten. Also das muss man mal sagen. System surveyed. Er ist wieder fertig. Dann kannst du hier wieder machen und hier wieder machen und hier wieder machen. Das ist ja komisch, für das letzte Sternsystem springt er darüber und dann dahin, anstatt zu dem zurück. Ich meine, gut, Unterschied macht es jetzt nicht, aber... So, Vulkane können wir entfernen. Was haben wir als nächstes? Frequenzfeinabstimmung ist empfohlen. Denke ich mal, weil das so komisch leuchtet. Können wir eigentlich jetzt mal machen, weil das andere Zeug interessiert mich nicht sonderlich. Und gleich ist auch die Physikforschung abgeschlossen. Dann kann ich eigentlich mal hergehen... Und den da abschalten. Technology Research. Ja, genau. Und jetzt gehen wir auf Ingenieursforschung. So, was hätten wir denn hier als nächstes? Deflektoren, Daten... Hier, Forschung unterstützen. Das als nächstes, ganz wichtig. Dann können wir nämlich eins unserer Forschungsschiffe abstellen. Was hätten wir denn hier eigentlich? Kann ich hier noch Bergbaustationen bauen? Nee, kann ich nicht. Ach, das ist hier schon in... In Auftragsplanung von ihm, ja genau. Aber hier könnten wir rein. Hier könnte man zumindest die Energie holen. Und dann vielleicht doch noch die Forschungsstationen. Ich meine, ne? Forschung pushen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier schon wieder? Metallische Trümmer übersät, Scheinwerfer und Raumschiffe. Ja, okay. Vielleicht findet man da drin irgendwas. So, ich muss mal kurz was trinken. Mein Hals, der wird gerade recht trocken. System surveyed. So. Okay. Wir können ja theoretisch auch weitere Planeten kolonisieren. Da müssen wir halt dann die Systeme abgrenzen und quasi von einer externen KI kontrollieren lassen. Oder überprüfen lassen. Aber so schlimm wäre das, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da hätten wir noch Mineralien, da hätten wir auch noch Mineralien. Um Gottes Willen, hier gibt es noch so viel Zeug. Wenn ich hier sage, Forschungsstationen hinsetzen, Bergbaustationen und hier dann vielleicht auch noch Bergbaustationen, geht das? Es geht. Und Forschungsstationen könnte ich auch noch in Auftrag geben. Cool. Okay. Und das Forschungsschiff ist momentan... Oh, was hat denn er entdeckt? Ein 16er Planet. Da haben wir ein 18er Planet. Naja. Naja, weißt du, naja. Okay, pass mal auf. Dann können wir hier mal... wurde irgendwann von der entfernten Vergangenheit offensichtlich... Von jemandem als Schrottplatz benutzt, weit unten im schwachen Gravitationsbereich des Asteroiden wurden bereits allerlei ausrangierte Maschinen und Abfälle deponiert. Wir sollten so viel wie möglich wiederverwerten. Ah ja, dann kriegt der quasi Mineralien dazu, die wir abbauen können. Gut.
Warte mal, ich mache das mal gerade anders. So rum, so rum und so rum. Ist, glaube ich, sinnvoller. So. Okay, ich könnte hier gerade nochmal speichern. C4 speichern. Was sagt denn eigentlich der Monitor da drüben? Das scheint noch recht flüssig zu sein. Ich gucke nur immer, ob die Framerate da drüben bei der Aufnahme auf dem zweiten PC einbricht oder nicht. Ihr bitte was? Schrecken in der Leere. Wir sind in der Nähe von Zantakis Black Hole auf ein gewaltiges Wesen gestoßen. Es scheint nur teilweise in unserem eigenen Universum zu existieren. Der Großteil davon scheint aber immer noch in dem albtraumhaften Reich gefangen zu sein, aus dem es gekommen ist. Hier ist eine böswillige Form von Intelligenz am Werk. Uralt, jenseits unseres Zeitverständnisses und in ihrer Art völlig fremdartig. Wir können nur raten, welchen Zweck sie erfüllt. Stopp, wo ist denn das? Alter, was? Was? Dimensionaler Schrecken, Dimensional Horror. Militärmacht, manövrierunfähig, muss vor erneutem Einsatz repariert werden. Soll das heißen, man kann dieses Ding unter Umständen erobern, oder was? Oh, das ist aus dem Libertons. Leviathan's DLC. Scheiße, und jetzt ist der Wissenschaftsoffizier tot. Nein, der war auf Stufe 4. Ich will den nicht verlieren. Ich muss mal... Ja, Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert. Oder war das jetzt der hier? Das ist der Autosave. Ich gehe mal lieber auf... Komm, ich probiere den Autosave jetzt einfach mal aus. Und sage sofort... Ah, nee, okay, das war der Autosave. Pass auf, den hier, C4-Auswahl laden und dann sofort pausieren. Das war bei dem Black Hole. Anomaly discovered. Ja, Alter, dann erforsch mal deine Anomalie. Bei ihm. Empire is reaching out to us. Hä, was soll denn das? Ich hab doch direkt pausiert. Oh, ich glaube, ich flipp aus. Das war jetzt, weil er hier... Warte mal. Also entweder ist das Timing wirklich total beschissen. Dem sage ich jetzt einfach instant, er soll aufhören. Vielleicht bleibt er dann hier. Ja, okay, er bleibt hier. Ja, da war einfach nur das Timing mega beschissen. Also, das Black Hole... Warte, das notiere ich mir vielleicht lieber. Wie schimpft sich das Ding? Ich kann es hier nicht wirklich lesen. Furchtbar. Zantaris. Zantaris. Black Hole. Wie nannte sich dieses Ding? Dimensionshorror. So, Sekunde. Dann weiß ich das nämlich einfach fürs nächste Mal. Das war... Huch, falscher Knopf wieder. Ich will die Pause andauernd mit Escape aufheben. Ich weiß nicht warum. Total dämlich eigentlich. Ja gut, dann können wir den eigentlich auf andere Missionen schicken. Und zwar... Warte mal, was macht er? Okay, dann würde ich sagen, den hier erkunden und... den hier erkunden und dann den hier erkunden. Wir machen einfach einen großen Bogen drum. Aber irgendwann müssen wir auch mal anfangen, diese Viecher wegzuräumen. Und das kann lustig werden, denn vorher haben die Jungs da unten Priorität. Breiten die sich eigentlich weiter aus? Nicht wirklich, oder? Nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung. Wie schaut es jetzt hier in unserem System aus? Haben wir überhaupt unsere Flotten schon aufgerüstet? Ja, ja, die haben alle schon... Genau, die haben alle schon die Upgrades drin. Der ist da am Basteln. Der ist da oben am Basteln. Und der ist da am Basteln. Die Konstruktionsschiffe sind also alle beschäftigt. Der muss nur noch die zwei machen, dann ist er fertig. Dann würde ich fast sagen... dass er hier eigentlich die Forschungsstation hinsetzen kann.
Bergbaustation haben wir da drin schon. Okay. Asia Prime, wie schaut es bei dir eigentlich jetzt mal aus? Raumhafentechnisch kannst du... noch so ein Wartungssystem wäre eigentlich ganz interessant. Ich hätte aber ganz gern zwei Zerstörer. Ja, und dann vielleicht das Wartungssystem. So. Es ist jetzt schon wieder fair. Unsere Messgeräte zeigen, dass an dem Planet einige ungewöhnliche Energiewerte ausgehen. Ja, erforsch mal. Aber wir müssen uns wirklich was einfallen lassen mit der Energieversorgung. Weil die gefällt mir hier momentan noch nicht wirklich. Ach, hier steht noch gar kein... Der upgradet den Grad erst. Pass mal auf, dann setze ich den darüber auf die Energieversorgung. Dann haben wir halt da diesen Bewohner. Dann ist das schon mal geregelt. Den hier müssen wir unbedingt loswerden. Da ist nochmal ein Betarian-Stein. Das würde die Energieversorgung so dermaßen pushen. Stimmt, aber das haben wir gar nicht zur Auswahl gehabt bei der Sozialforschung, ne? Was pushe ich denn gerade? Ingenieur, dann gehen wir hier mal auf Sozialforschung. Wie lange braucht die dann? 9 Monate. Okay, dann ist die recht schnell fertig. Das ist, glaube ich, mal gar nicht so verkehrt. Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt sage ich speichern. C4. Jawohl. So. Und ich wollte schon wieder mit Escaped den Pausenmodus beenden. Also ab und zu Streifschuss. Was? Beim Anflug auf Nimelaner Uhr plötzlich ein Streifschuss durch mehrere vorbeifliegende Massebeschleunigergeschosse erlitten. Die Projektile waren Milliarden Jahre alt und ihrer Flugbahn nachzuschließen, scheint es sich um Fehlschüsse aus einer benachbarten Galaxie zu handeln. Nachdem sie ihr beabsichtigtes Ziel verfehlt hatten, setzten sie ihre Flugbahn unzählige Jahrtausende fort. Ja, solange wir das Forschungsschiff nicht verlieren, ist mir das relativ wurst. Ich finde die Musik so geil. Und wir kriegen ja tatsächlich die Forschung dazu. Also es macht schon Sinn. Wir könnten also hier tatsächlich die Physikforschung ein bisschen pushen auf die Art. Okay. So, wie schaut es jetzt hier aus? Der Planet ist ja wirklich lächerlich eigentlich. Total klein und weißt du? Da unterdrücke ich die Forschungsdaten auch mal. So, den können wir aufrüsten. Ja, geil. Und dann haben wir eh nichts mehr an Mineralien. Asia. Baut Asia jetzt noch seine Schiffe? Ein Zerstörer ist fertig. Was sagst du mir jetzt? Ah, guck mal, jetzt sagt er hier nur noch ebenbürtig. Ich glaube, wir haben ihn, was die Flottenkapazität angeht, eingeholt. Oder zumindest... Ja, doch, Flottenkapazität kannst du sagen. Ja, ja, das ist auch ganz formidabel. Was machst du jetzt eigentlich? Achso, du baust hier deine Dinger auf. Okay. Ich schaue immer so ein bisschen unser Reich durch, ob wir nicht doch noch irgendwo irgendwas übersehen haben. Ich meine, gut, wir haben hier noch ein Sonnensystem, was wir erkunden müssen. Weil wir Feinkontakt da dran hatten. Da hätten wir, schau, hier haben wir zum Beispiel noch Ingenieursforschung. Was machst du eigentlich? Du bist hier noch beschäftigt. Du baust aber gerade die letzte Forschungsstation. Okay. Dann werde ich dieses Schiff, das ist der zweite von oben, nicht, dass ich ihn jetzt abwähle, dahin schicken für die nächste Forschungsstation. Und dann schauen wir mal bei Tekkos gerade. Wir haben ja... Oh ja, warte mal. Vulkanabwehr. Die könnten wir vielleicht doch mal aufrüsten. Mit einer besseren Panzerung. Wie schaut es hier mit den Waffen aus? Alter, Röntgenlaser haben wir zur Verfügung inzwischen. Und Fusionsraketen, okay. Speichern.